Hallo und herzlich willkommen hier bei Levelmeister. Mein Name ist Dave und heute spielen wir ein weiteres Schrottspiel. Man muss dabei sagen, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit Schrottspielen, weil ich habe mir den Vaporwave Simulator neben einigen anderen Spielen gegönnt. Das spielen wir jetzt nicht. Ich musste das Spiel 10 Mal aufnehmen und bei jedem Mal ist es mir abgeschmiert nach höchstens, allerhöchstens 14 Minuten. Dass ich überhaupt so lange durchgehalten habe, ist der helle Wahnsinn und das wird niemals auf dem Channel erscheinen. Also das nach 10 Versuchen gebe selbst ich auf und es hat mir jedes Mal die Audiospur zerschossen. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht der Fall ist beim nächsten Spiel, was wir spielen, und zwar heißt das gute Stück Bitcoin Clicker. Gab es für schlanke 99 Cent bei Steam. Gucken wir mal rein. So. Ja, das funktioniert schon mal prima. So. Und nicht wundern, also die Errungenschaften seht ihr gar nicht. Ne? Es gibt in dem Spiel 5000, ich wiederhole gerne 5000 Errungenschaften. Die machen wir ganz kurz ein bisschen leiser, warte mal. So. Ist vielleicht besser. 5000 Errungenschaften, ich muss ganz kurz noch mein Mikrofon noch ein bisschen drehen. So vielleicht. Ja, so ist besser. So ist gut. 5000 Errungenschaften. Und die heißen allesamt Another Second in the Game. Another Second in the Game. Ich habe also unten rechts gerade, könnt ihr nicht sehen. Jede Menge Steam-Errungenschaften, die wahrscheinlich jetzt irgendwie mein Profil voll spammen, ist aber auch wurscht. Ja, also wir machen das einfach mal so. Was müssen wir denn machen? Wir haben hier anscheinend Einstellungen. Ah ja, man kann die Musik auch ausschalten. Das ist nett. Ich lasse aber mal an. Effekte lasse ich auch mal an. Ich weiß gar nicht, wie das hier alles funktioniert. Dann gibt es einen kleinen Shop, wo wir anscheinend Videokarten, also Grafikkarten, weil wir wollen ja Bitcoins minen, ne? Wer das nicht kennt, das ist eine Kryptowährung, die dadurch erstellt wird, dass man ja, Codes entschlüsselt. Und das geht am besten mit der Videokarte, weil die dafür besser geeignet ist als der Prozessor. Deswegen sind die Grafikkarten auch im Augenblick so teuer. Danke, Bitcoin. So, ich nehme an, das Spiel heißt Bitcoin Clicker. Wir müssen mal klicken. So, habe ich gemacht. Ah, verstehe. Okay. Add more space. Das ist ein Atmospace, was? Also ich muss die ganze Zeit auf dieses Bitcoin klicken. Klick 1, CPS 0. Maximum. Das heißt, ich kann jetzt hier, muss jetzt 80 Mal klicken. Und sonst so? So, dann muss ich wieder Atmospace und jetzt 160 Mal. Joa. Das ist voll spannend, das Spiel. Ich mache mir gerade ein bisschen gemütlich, warte mal. So, kann ich jetzt schon irgendwie mal was einkaufen oder so? $1000. Wie verdiene ich denn Geld? Kann also noch nichts machen hier irgendwie. Okay. Add more space. Kann man geklickt halten? Nee, kann man nicht. Ja, das ist Bitcoin Mining Live. Ja, während die Errungenschaften hier unten so ein bisschen Gas geben, ja, also wir haben jetzt schon, wir sind jetzt schon bei L, was auch immer das heißen mag. Ich glaube, das geht alphabetisch. Für jede Sekunde, die wir hier verbringen, gibt es eine Errungenschaft. Das finde ich eigentlich ganz erfreulich. Ja, ansonsten können wir nebenbei irgendwas anderes machen. Zum Beispiel was trinken, Moment. So, damit es hier keine Schleichwerbungsvorwürfe gibt. Moment, mal ganz kurz hier mit der großen Foto verdecken. So, 320, wow. So, 640. Dann legen wir uns mal ganz gemütlich zurück.
Was habe ich auch anders erwartet, wenn ein Spiel schon Bitcoin-Klicker heißt? Wie viele Sekunden sind eigentlich, wie viele Minuten sind eigentlich diese 5000 Sekunden? 5000 durch 60 sind knapp viel. Man müsste schon fast, weiß ich nicht, um alle Errungenschaften zu kriegen, irgendwie eine halbe Stunde oder so, ein bisschen weniger als eine halbe Stunde in dem Spiel verbringen. Was ich jetzt nicht vorhabe. Beim besten Willen nicht. Ist dieses Spiel sozialkritisch? Hat es eine Bedeutung, die mir entgangen ist? Ich klicke Bitcoins, bis meine Finger abfallen oder bluten. Yeah. Ja, wenn man Langeweile hat, genau das richtige Spiel. Oder wenn man ein bisschen jazzige Hintergrundmusik für die Poolparty braucht, dann kann man es auch mit Sicherheit laufen lassen. Ansonsten, ja, Spaß ist anders. Aber hey, immerhin schon 640, ne? Also plus 320 plus das andere. Ich möchte gerne irgendwas machen mit dem, meinen Bitcoins, die ich hier verdiene. Kann ich hier. Oh ja, guck mal. Ach so. Ach, jetzt kann ich jetzt hier Klicks eintauschen. Seht ihr da oben? Sind jetzt weniger geworden, sind nicht mehr 640. So, ich habe jetzt eine KTX 65 Ti, das ist ja Müll. Was haben wir denn hier so? KTX 980. Die 970 haben sie natürlich nicht. Schade. So. Wir wollen natürlich die 1488 Ti haben für 70.000 Klicks. Wir können die KTX 560, die wir jetzt haben, glaube ich, ja. Die können wir auch ab overclocken, ja, plus 5 Base Dollar per Tab. Aha. Gut, also wenn wir jetzt einmal klicken müssen, zwei Klicks, dann kommen. Ja, guck mal, das geht ja viel schneller. Da ist ja Progress drin, da ist es ja, das ist ja der helle Wahnsinn. Wie lange muss ich noch durchhalten? Okay. So, wir machen jetzt hier einmal nochmal 640, dann add more space. Jetzt müssen wir nochmal 640 mal klicken. Verstehst du? Das ist Mathe. Ja. Und sonst so? Wie war Silvester bei euch? Hat Spaß gemacht? Ja, bei mir auch. War schön. Muss man sagen. Feuchtfröhlich. Doch. War okay. Dumm, die dumm. Boah. Das ist ein besonderes Spiel. Für. Also besonders im Sinne von, muss einen Helm tragen. Immer. Zur Sicherheit. Es ist ein besonderes kleines Spiel. Okay. Ich neige dazu, irgendwas einzutauschen. Ich möchte erstmal ein bisschen sparen nochmal. Wir machen mal so ein bisschen über 1000 Klicks. Haben wir gleich? So, 1000 und ein paar. Ich bin doof. So. Ja, das dazu. Hört ihr das Klicker nicht im Hintergrund? Nervt's euch schon? Mich nervt's. Jo, die Errungenschaften purzeln weiter rein. Hauptsache der Groove ist gut. So, wenn ihr immer noch zuschaut, ich mag euch. Bitcoin-Kurs ist ja auch ziemlich abgestürzt letztens, ne?
Ich weiß gar nicht, wo er aktuell liegt, aber hätte man mal investiert, ne? Dann wäre man jetzt ziemlich reich und müsste nicht so einen Scheiß machen, ja? Wobei es heißt müssen, ich will das ja. Ich verdiene ja auch kein Geld. Wäre noch schöner. So, wir sind gleich wieder bei 1000 und ich hoffe, dass ich dann nicht wieder Add More Space drücke, versehentlich. Sondern, dass ich auf, auf das richtige Icon klicke, da oben rechts, auf diesen lustigen Einkaufskorb. Den da oben, da? Ne, da. So. Da. So, wir können die jetzt overclocken. Dann haben wir plus 5, per Tab. Also am besten muss man das Spiel aber auch bis es runken erleben. Wir könnten uns auch, was haben wir denn hier? Wir können uns aber richtig was leisten hier, komm her. Wir können auch eine KTX 650 Ti kaufen. Was? Produce 1 Dollar per Tab. Aha. Also ich könnte jetzt nochmal noch eine kaufen von der KTX 560 Ti, die quasi im SLI laufen lassen. Und dann haben wir 3 Klicks. Jedes Mal. Oder... Ich mache hier, ne, Overclock für 1000. Dann haben wir plus Gain 5, plus 5 Base Dollar per Tab. Das klingt vernünftiger. Machen wir das doch mal. Paid. Gut. Machen wir das zu. Es sind immer noch 2. Welch ein Spaß. Ja, nun, ich finde, das soll es auch gewesen sein. Wenn ich mal Langeweile habe und selbst mal Gedanken, dann könnte ich vielleicht mal überlegen, das nochmal zu spielen. Ansonsten wird es gleich von meiner Platte verschwinden. Auf Nimmerwiedersehen, ab in den Äther und ich probiere mal den Refund-Button. Aber ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren. Das habe ich irgendwann vor 2 Tagen gekauft und bin jetzt heute zum Aufnehmen gekommen. Egal. Ja, danke fürs Zusehen. Wer Hilfe braucht, kann sich gerne an mich wenden. Ich habe ein paar Kontakte zu Menschen, die einem helfen, wenn man sich 10 Minuten ein Video reinpfeift, wie jemand auf einen Bitcoin rumklickt und damit Geld verdient für neue Grafikkarten. Ich kenne Leute. Ich bin noch am Klicken, ne? Das ist schon so Gewohnheit. Ich mach halt aus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war ein Schrottspiel. Tschüss.